Danke. Gut, dann sage ich einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Live Trading bei FX Flat mit Thorsten Helbig von Forex Pro Systeme. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Schön, dass wieder so früh am Morgen so viele dabei sind. Nichtsdestotrotz, wie immer, müssen wir einmal den Risikohinweis ganz kurz besprechen. Bitte lesen und wenn Sie sich die Aufzeichnung anschauen, auch gerne kurz pausieren. Diese Veranstaltung dient nur zu Schulungszwecken. Bitte auf keinen Fall als Handelsempfehlung verstehen. Und Sie müssen immer Ihre eigene Entscheidung treffen. Und auch das muss gesagt werden, die Meinung des Referenten muss nicht zwingend die von FX Flat sein, obwohl das schon immer sehr nah dran ist. Kannst du das jetzt bitte noch eine halbe Stunde eingeblendet lassen? Ja, können gerne mal pausieren jetzt. Ja, Thorsten, wie sieht es heute Morgen aus? Ich gebe dir mal den Bildschirm. Echt? Ja. Conny, hol's ihn mal rein. Viel Erfolg. Ja, danke. So. Bildschirm sichtbar? Ja. Wieso bist du noch hier? Hey, ich bin schon weg, keine Sorge. Okay, guten Morgen auch von meiner Seite. Man sieht, es ist Karneval. Der DAX hat die Narrenkappe auf, der Euro liegt irgendwie noch trunken im Bett. Ist wahrscheinlich irgendwann mal morgens wach geworden, hat aufs Kopfkissen geguckt, frisch vom Karneval, hat aufs Kopfkissen neben sich geguckt. Scheiße, wer ist da denn? Der Dollar. Oder die Dollar. Und dann hat gesagt, scheiße, dann bleibe ich lieber liegen, bevor die merkt, dass ich wach werde. So ungefähr sah es die letzten Tage aus. Risikohinweis, genau richtig. Alles, was wir hier machen, dient nur Demonstrationszwecken. Ich versuche euch hier nur meine Gedanken zu vermitteln. Dass meine Meinung nicht die Meinung von FX Flat ist, das ist, ja gut, das lasse ich jetzt mal so dahingestellt, das ist mir aber neu. Weil ich bin es eigentlich so gewohnt, dass wir hier einen ganz gesunden Meinungsaustausch pflegen. Also irgendjemand kommt mit seiner Meinung in mein Büro und geht mit meiner Meinung wieder raus. So bin ich das eigentlich gewohnt. Also, Nelson, das müssen wir beide noch ein bisschen trainieren. Ich werde heute Morgen, guck mal, pünktlich, ne? Es ist 48 und der Lutz ist da. Siehst du, ich habe dir gesagt, wir fangen nicht 45 an. Ja, der Lutz weiß mehr als ich. Mhm. Auf jeden Fall, der weiß weniger, der weiß nicht, wo man Wecker ausmacht, stellt. So, ich will einmal drauf gucken, was wir im Euro machen. Der Euro ist im Moment, wie soll ich es beschreiben? Der Euro ist im Moment etwas schwierig und ich bin froh, dass wir die letzten Wochen nicht nur Euro Pro, sondern parallel zu Euro Pro auch unsere Zielbereiche zum Handel haben. Und darauf werde ich heute Morgen ein bisschen eingehen. Der DAX spielt für mich momentan eine untergeordnete Rolle und deswegen, weil hier momentan gar nichts los ist, fange ich heute Morgen mal mit einem Blick auf den DAX an. Ihr wisst ja, das ist nicht zwingend meine Baustelle, das ist eher die Baustelle von Dirk. Meine ist es nicht unbedingt. Man sieht hier noch ein paar Sachen, die ich mir mal eingezeichnet habe, die nachher aber leider Gottes nicht eingetreten sind. Die sind vom 21. Februar. Ich meine das sogar von unserem letzten gemeinsamen Webinar, wo erste Bewegung, zweite Bewegung, die dritte ist nachher abgebrochen. Dadurch auch der Rücklauf runter an die Emma im 30er, was auch der ungefähr mit dem Stundenchart
übereinstimmt. Dann haben wir das gleiche Muster nochmal probiert. Das hat alles heute nichts mehr zu sagen. Das Einzige, was hier momentan das A und O ist und was die Rolle spielt, ist dieser Bereich hier oben bei der 11.660, 11.670. Wir haben, machen wir es mal im Daily, da, wir haben im Daily unsere 200er Linie, die 200er Linie, die läuft genau da, wo wir jetzt dreimal oben angelaufen sind. Diese 200er Linie dient in der Regel auf jeden Fall im Moment erstmal als Deckel. Und wir gucken gleich mal ein bisschen auf die Zeitfenster, wenn wir das schaffen. Das Zeitfenster für die Optimisten, dass die 200-Tageslinie geknackt wird, das sollte heute im Laufe des Tages, heute Abend ablaufen. Ich bin auch ganz froh, dass dem so ist, weil ich glaube, morgen haben wir Non-Farm Payrolls. Dann ist es immer gut, wenn so eine Geschichte dann zu Ende ist, dass man sich da nicht mehr nachrichten muss. So, wir schauen uns den ganzen Spaß mal an. Wir haben da eine Welle und wir haben, ich sollte eine andere Farbe nehmen, oder? Oder eine Brille aufsetzen. So, und wir haben dort eine Welle und wir haben dort eine Welle. Von diesem Zeitfenster aus gesehen, sind wir sogar schon durch mit der Nummer. Das heißt, seit gestern, wenn man die Nachtkurse mal ausblendet, die außerbörslichen Kurse ausblendet, dann hätten wir heute noch Zeit. Hiernach ist das Zeitfenster heute rum. Wenn wir die ganze Geschichte etwas ausdehnen, ich soll wirklich eine andere Farbe nehmen. Zack. So. Und dann bis zu diesen Hochs gehen und die Geschichte dann mal duplizieren. Dann sehen wir, dass wir noch etwas Zeit haben bis dahin. Aber wir müssen dazu auch mit Schmackes diese 200er-Tageslinie nehmen. Alles, was wir hier sehen, ist erst einmal angelaufen, dann einmal ganz kurz durchgeschossen. Das war Sonntagnacht. Zur Eröffnung des Marktes können wir knicken. Außerbörslich hat überhaupt nichts zu sagen. Dann nochmal gegengelaufen und gestern hat er die Nummer nochmal sauber getestet, um auch direkt danach wieder dort abzuprallen. Schöne Umkehrformation. Das heißt, alles, was man aus meiner Sicht hier anpackt im Moment, was man Short anpackt, kann man gut und gerne mit Stops über der 11.660, würde ihm sogar ein bisschen Luft geben, auch um die Stops über dem Spike von Sonntag nachzuholen, würde ich aber auch noch ein bisschen Luft geben. Also Stops über der L7. Ich scalpe den DAX nicht, muss ich immer wieder betonen, sondern ich handle ihn mittelfristig. Stops über der 11.700 und dann hat man da auch ausreichend Luft. Ballern wir heute oder morgen vielleicht sogar zu den Non-Farm Payrolls da oben durch, dann muss ich mein Bärenkostüm erstmal in den Schrank hängen und muss gucken, ob ich Bullenhörner finde. Wir haben parallel dazu, wenn wir hier diese Linie sehen, kann diese Linie auch eine Nackenlinie sein. Wenn wir nämlich zack diese Geschichte einmal umschmeißen in den Wochenchart, dann haben wir nur diesen Spike hier einmal unten drunter. Und ansonsten haben wir
Da nur dieser Spike hier, ein Tag drunter geschlossen, sofort wieder zurück. Ansonsten hätten wir genau hier die eine Schulter, die zweite Schulter, da den Kopf. Und dann würde sich hier die Nackenlinie ausbilden und dann wäre das ganze bärische Theater zu Ende. Deswegen spielt wirklich übergeordnet die Zack, diese Nummer da oben jetzt die Geige. So, und wenn wir dann diese Nummer haben, dann landen wir nochmal schnell oben an der, ne, machen wir es mal ein bisschen genauer, an der 13.050. Das heißt 1.500 Punkte höher, sollte diese Nummer aufgelöst werden. Trotzdem, auch jetzt, haben wir hier erstmal noch die Chance, da wir hier die Seite zweimal angelaufen sind, haben wir auch hier die Chance, erst einmal runterzulaufen an die 11.000. So, und das jetzt von da oben kommend, von der 11.660 kommend, macht ja auch schon mal 600 Punkte. Und ich nehme lieber diese 600 Punkte mit, aber ich weiß, diesmal passe ich an der 11.000 da unten auf. Die haben wir vor 14 Tagen, schon 3 Wochen her, nee, 14 Tagen, haben wir kläglich versagt, muss ich ja fairerweise mal sagen. Wir haben alles sauber gehandelt, bis zu dem Punkt, als er dieses Tief gemacht hat hier, dieses Tief am Freitag. Genau, am 15.2., also ist 3 Wochen her, am 15.2. hat er dieses Tief gemacht hier und da haben wir versagt. Das habe ich übersehen, dort habe ich die 61.8 übersehen, dort habe ich auch noch übersehen, dass wir, was habe ich noch übersehen? Euch mal ein bisschen fordern, ihr könnt ein bisschen mitarbeiten. Da haben wir die 11.000 da unten. Ich mache die Nummer mal ein bisschen größer. Da haben wir den 15.2. Diese Kerze, wer sich an den Tag erinnert, weiß, der ist runtergeballert wie blöd, der hat 200 Punkte verloren, um dann am gleichen Tag noch fast 400 Punkte zu steigen. Ich kann auch diesen Bereich gerne mal versuchen. Mehr im Stundenchart, da haben wir genau diese Nummer. Da haben wir den 15. Ich glaube, da hatten wir kurz vorher auch ein Webinar. Okay, mir hört heute keiner zu, ist ja auch nicht so wild. Muss man ja nicht, ist ja nicht Pflicht. Wir waren hier super aufgestellt. Wir haben hier gesagt, wir dürfen die Long-Nummer darf laufen bis an die 11.200. Von der 11.200 sollte er abkacken. Wir brauchen aber Stops recht weit hoch, weil wir mit Spikes nach oben rechnen müssen. Dieses ganze Szenario hat so geil funktioniert. Dort hatten wir dann die 11.225, die vorher lange bekannt war. Einmal hoch, sofort wieder runter, eine Umkehrformation. Dann ist das Ding schön am Nachmittag hier runtergeschossen und am nächsten Morgen, am Donnerstagnachmittag hier runtergeschossen, am nächsten Morgen zur Eröffnung, zur Markteröffnung hier eine Umkehr und kannte dann nur noch diesen Weg. Dieser Weg hatte mehrere Punkte auf dem Deckel. Wir haben auf den Tick genau hier unten die 61.8 von der kompletten Aufwärtsbewegung erwischt. Und diese Geschichte wurde auch noch unterstützt durch eine vorherige inverse SKS, die wir ja auch noch gehandelt haben. Da
Diese Nummer haben wir gehandelt. Zack. Und wurde hier einfach nur nochmal bestätigt. Mehr nicht. So, und diesen Fehler machen wir jetzt nicht wieder. Jetzt gucken wir uns den ganzen Spaß etwas von der anderen Richtung an. 200 der Tageslinie, oben im Daily, die bremst. Dort ist er abgeprallt. Das ist momentan für mich das Wichtigste. Deswegen habe ich auch mein Bärenkostüm noch an. Erst wenn diese Nummer hier oben knackt, dann greift eventuell diese inverse SKS und dann ist auch alles, was bärisch ist, für mich erstmal über den Haufen geschmissen. Aber so lange bleibe ich Bär. Wir haben nach unten noch sehr viel Luft. Wir haben für dieses Jahr vor allen Dingen sehr viel Luft nach unten. Wir waren noch nicht unter der 10.000. Wir waren noch nicht vierstellig. Und diese Abwärtsbewegung, die wir jetzt haben seit der 13.6, die komplett läuft, die sollte mit dem Schub, den sie jetzt gerade macht, sollte sie uns bis zu 8.700 dieses Jahr führen. Da ist sie, mein lieber Lutz. Mach dir mal einen Screenshot. Ich weiß, das dauert bei dir ein bisschen länger. Wenn du einen Screenshot machst, holst du wahrscheinlich jetzt ein iPhone ab, raus und machst jetzt ein Foto von deinem Bildschirm. Ne? Screenshot, man soll ja einen Bildschirm fotografieren. Ist die ganz normale 200er. 200er Tageslinie, die immer wieder eine Rolle spielt. Und wir sehen immer nach einem Bruch, zack, wird sie bestätigt und dann geht es in der Regel ziemlich zügig nach so einer Bestätigung. Hier hat es nicht ganz gereicht und hier hat er jetzt 1, 2, 3, 4 Tage bestätigt und jetzt ist er reif für den nächsten Schub nach unten. Du hast einen Nokia an 3210, ne? Mach noch Schwarz-Weiß-Bilder, oder? Ich habe seit gestern mein erstes iPhone hier liegen, ich schäme mich. So, okay, hier drunter stocke ich meine Positionen auf, die hier laufen seit gestern. Ich habe oben angefangen, habe die ein Stück für Stück pyramidisiert. Wir sind jetzt im Moment bei 30 Dachsen, die sind Break-Even abgesichert und das bleibt auch so und jetzt lasse ich diese ganze Geschichte nach unten weiter pyramidisieren. Und lasse das Ding weiter laufen. So, jetzt habe ich hier, glaube ich, ein Problem, weil ich muss mal den Chart hier zumachen, sorry, weil ich habe den, wir sehen, dass jetzt habe ich diesen sogenannten Springstop hier drinne. Ah, das regeln wir mal gleich, weil ich habe jetzt eine Strategie angefangen anzufassen. So, jetzt passt es wieder. Die ich parallel dazu bei mir auf dem VPS laufen habe. Und dann passiert nämlich genau das, wenn man dann hier den Stop verändert, den habe ich jetzt nur weggezogen, damit man das sieht, dann passiert genau das, dass die Ausführung nicht hinhaut. Minus 2.0. Ich mache das an, ich wechsle immer schnell die Strategie. Ansonsten schimpft Nelson gleich mit mir. Nee, ich mache das an, ich mache den Chart einfach zu. Zack. So. Ich schimpfe nicht. Nee. Nein, nur eine kleine Ergänzung, weil du das vorhin schon erwähnt hast. Also morgen NFPs, heute aber ganz wichtig, EZB wieder dran. Mit wichtigen Themen, unter anderem längerfristige Refinanzierungsgeschäfte. Also nicht unwichtig für den DAX, aber auch nicht für den Euro. Ja,
Das heißt, wichtige Refinanzierungsgeschäfte. Und wenn Nelson von wichtigen Refinanzierungsgeschäften redet, dann weiß er ganz genau, ich werde heute Nacht nach Rating fahren, mir Geld holen. Ich werde mich mal refinanzieren. Längerfristige, aber können auch wichtige sein, ja. Okay, so viel zum DAX. Solange wir keinen Tagesschlusskurs hier oben drüber haben, solange bleibe ich Bär und führe meine Position jetzt so, wie man es bei uns im Blog oder bei uns in den Facebook-Gruppen finden kann, wo ich unsere Position alle regelmäßig beschreibe, die wir handeln. Ich führe meine Stops ab einem bestimmten Punkt nur noch Break-Even hinterher. Ich pyramidisiere jetzt wie ein Großer. Bei uns im Paternoster Club werden wir sowas immer thematisieren und führe mein Stop nur noch Break-Even hinterher. Wenn man das eben gesehen hat, bin mit 30 DAXen investiert. Zack. Das machen wir jetzt mal so. Und ich werde jetzt hier anfangen, wenn er hier runterfällt, diese Nummer dann wieder ziemlich zügig aufzubauen, ziemlich zügig zu pyramidisieren und dann mit einer anderen Strategie und kleineren Stops, damit die große Position nicht gefährdet wird. Es gibt dann immer so diese Meinung, ja, was machst du mit deinem Money Management? Money Management habe ich immer eine eigene Meinung dazu. Das Erste, um mein Money Management nicht zu gefährden, ich nehme Stop raus. Ich arbeite ohne Stop, dann ist mein Money Management auch nicht gefährdet, weil dann brauche ich kein CRV berechnen. Ne? So einfach ist das. Wenn ich nicht rechnen kann, kein Stop rein, fertig ist die Laube. Nein, Blödsinn. Money Management heißt ja immer, wir fahren, man fährt 2%, 1%, 3% oder so Risiko pro Trade. Mein Risikomanagement ist so, dass ich mit 2% in den Trade einsteige, dann die ersten ein, zwei Pyramidisierungen vornehme, noch im Risiko bleibe und sobald ich aus dem Risiko gehen kann, fange ich an zu pyramidisieren, auch wenn Nelson mir jetzt gleich auf den Finger klopft, aber ich pyramidisiere wie ein Bekloppter alles, was die Margin hergibt. Aber nur, wenn ich meinen Stop für die gesamte Position auch im Gewinn lassen kann. Weil wenn mir nichts mehr passieren kann, das heißt, wenn ich nicht mehr in den Verlust rutschen kann, wenn mein Stop geholt wird, dann kann ich da drauf nageln, was das Zeug hält. Ist meine Einstellung, ist meine Art zu handeln, weil nur so schaffe ich es auch, mit relativ kleinen Konten zu starten. Und auch mit kleinen Konten mal größere Positionen zu handeln. Nur dann funktioniert das. Ich weiß, ich habe einen Haufen Kritik und einen Haufen Anfragen gekriegt, wo es hieß, ja, du hast doch, was weiß ich, so um die 10.000 Euro im Konto und dann handelst du mit 150 DAXen. Wie kannst du das mit deinem Money Management vereinbaren? Genauso, indem ich einfach mit 10 DAXen anfange. Oder 12 oder 13, so wie hier. Ich habe gestern mit 4 DAXen angefangen, jetzt sind wir bei 30. Und dann wird einfach pyramidisiert, pyramidisiert. Stop wird Break-Even hinterhergeführt oder plus 2 oder plus 3. So 2 Punkte, 30 DAXe. Im schlechtesten Fall, ihr habt eben gesehen, mein Stop liegt 2 Punkte im Gewinn. Im schlechtesten Fall fliege ich jetzt heute früh mit $60 Gewinn raus bei dieser Position. Okay, dann ist das so. $60 morgens um 8 oder 7:45 zu verdienen, ist ja keine Schande. Okay, so viel dazu. Wir werden dazu wahrscheinlich mal etwas mehr bringen. Hey, kleine Werbung am Rande. Wenn wir nächste Woche Donnerstag sagen, Börse und ich, geht das oder geht das nicht? Also abschließend zum DAX. Maximal 11.660, darüber sollte Schluss sein. Euro. Den Euro, ich mache den mal ein bisschen größer und wir scrollen jetzt mal so ein bisschen durch. Und wenn man hier so ein bisschen durchscrollt, sieht man, dass
die letzten Tage durchweg immer wieder unsere Zielbereiche das Sagen haben. Immer wieder. Immer wieder, wir lauern auf den Zielbereich unten, holen uns den dann oben oder lauern auf den Zielbereich oben und holen uns den dann unten. Immer wieder. So sollte der Start sein, gerade in solchen unsicheren Zeiten. Wir dürfen nicht vergessen, wir bewegen uns seit über einer Woche in, können wir gerne mal im Stundenchart gucken. Genau. Da. Seit diesem, wir haben uns hier eine Woche lang zack, in dieser Range bewegt. Diesen Fake hier da unten, den lasse ich einfach mal weg. Und jetzt bewegen wir uns hier in diesem Rahmen. Der kann dem Karneval geschuldet sein, der kann dem Zinsentscheid EZB heute geschuldet sein. Das wissen wir nicht. Aber in solchen Phasen zählt für mich dann immer nur der Start nach Zielbereichen. Ich muss mir Marken herausarbeiten, an denen Reaktionen passieren können, nicht wild im Chart rumstochern. Jetzt haben wir diese Kombination und jetzt haben wir das Glück, dass wir hier unten an der 97 bzw. an der 94 eventuell eine Long-Reaktion kriegen bis zur 23. Das heißt, ich schiebe das ganze Stück ganz mal ein bisschen rüber, dann kann man das nämlich besser sehen. Das heißt, ich rechne damit, dass wir von hier unten eine Reaktion da hochkriegen. Zack. So. Von da hoch und dann nach unten wieder durchstarten. Und zwar recht tief. Ich rechne die nächste Zeit, nicht mal so weit weg, rechne ich mit der 11.000. So, wenn ich jetzt diesen Lauf sehe, hier, kann man sich ja merken, dann gucke ich jetzt mal in den 1-Minuten-Chart. Um 1-Minuten-Chart nach Euro-Pro deckelt jetzt erstmal der Zielbereich hier oben. Wir sind mitten im Korrekturmodus, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Wir haben noch kein neues Hoch, also haben wir auch noch keine Trenddefinition. Und wir müssen, um shorten zu können, brauchen wir eine Aufwärtstrenddefinition. Wenn ich mir jetzt den Chart hier angucke, mir den 1-Minuten-Chart angucke, dann wird mir gerade ein bisschen schlecht, weil wenn ich diese Löcher sehe hier und diese, da guckt euch das mal an hier. Was kann man da draus lesen? Ich meine die 1.11, sorry, gesagt habe ich 11.000. Ja, wenn wir die 11.000 im Euro kriegen, dann werde ich schon mal long gehen, ne? Hier draus sieht man, wir haben kein Volumen. Wahrscheinlich warten alle heute Mittag auf den Zinsentscheid, auf die EZB. Dazu kommt, wie gesagt, morgen NFP. Oft schläft der Markt so 24 Stunden vor den Non-Farm Payrolls ein. Es sei denn, die Amis machen heute Nachmittag ein bisschen Rabatz. So, jetzt kann man den 1-Minuten-Chart hier beobachten. So, und wir, zack. Wir haben hier das Hoch. Da. Und wenn wir jetzt hier wieder abwärts gehen sollten, eine kleine Umkehrkerze kriegen, dann kann man diese Nummer shorten, wenn man das will. Aber aufpassen, der Stop muss da oben drüber. Und wir müssen hier unten an der 94 schon raus. Wir haben nur wenige Punkte, 5, 6, 7 Punkte. Wer eine ehrliche Meinung hören wollt, ich lasse es.
In diesem Fall jetzt zu shorten mit diesem CRV. Wir haben hier oben einen richtigen Deckel an der 7. Wir dürfen nicht da oben drüber und hier unten müssen wir schon raus. Ich würde es eher umgedreht sehen und würde jetzt sagen, so pass auf, ich packe mir hier unten, da packe ich mir eine Limit Pullback hin. Und zwar mit 2,5 Punkten Rücklauf. Zack. Und fertig. Die lege ich hier unten rein, knapp über diesen Zielbereich und gehe davon aus, da er den hier schon kaputt gemacht hat, dass wir mit einem Spike ganz kurz nochmal hier runtergehen und die 94 und die 97 holen und dann hochlaufen. Laufen wir jetzt gleich hoch, mache ich das gleiche umgekehrte Spiel hier oben und würde hier oben an der 20 shorten mit dem gleichen Setup. Limit Pullback, 2,5 Punkte und fertig. Holt er die hier unten, ist es sehr gut, dann bleibt die hier oben nämlich drinne. Und dann wird die ich hier unten jetzt reinpacke, ausgelöst und wird hier oben auch geschlossen. Die wird dann automatisch rausgeholt. So soll es auch sein, weil das ist mein Weg. Von hier unten bis da hoch, immer mit einer Limit Pullback. Wir liegen bloß 3 Punkte hier auseinander in beide Richtungen. Und lass das Ding keine Strategie eingegeben, doch da oben steht sie drinne. Wenn die hier unten gegriffen wird, wird die hier oben glatt gestellt, wird die hier oben gegriffen, bevor die da unten die Long Order gefasst wird, greift die Short Order da oben. Wird die als erstes ausgelöst, nehme ich die Long Order da unten raus, dann ist das Theater hinfällig. Für mich wäre heute das Idealszenario, dass wir erst runterlaufen, dann hoch und dann von oben wieder runter. Wenn dem so ist und ich kriege durch die Alarme Bescheid, dass die Order unten greift, hier, dass die greift, dann nehme ich die hier oben raus. Allerdings werde ich in dem Fall, wenn die hier unten gegriffen wird, werde ich die hier oben verdoppeln, weil ich will hier oben nicht nur raus, sondern ich will hier oben drehen. Ich will diese Nummer hier oben drehen und will dann weiter shorten. Strategie ist klar, ne? Da oben steht es drinne. Strategie ist drinne. Damit ich auch weiß, wann ich was wo erzählt habe. Von was machst du die Größe vom Rücklauf abhängig? Ich lege mich da nicht so ganz fest. Es gibt da für mich keine Formel, sondern was für mich wichtig ist, ist diese Spanne hier dazwischen. Ich passe das ungefähr dieser Spanne an. Weil, gucken wir uns das mal an. Im 5-Minuten-Chart. Wer weiß, was haben wir gestern gesagt? Was stand gestern auf der Agenda für den Handel? Welche Marken? Wer hat es gelesen? Wer hat es gelesen? Wer hat es verfolgt? Man kann es in unseren Facebook-Gruppen überall nachlesen. 1,1338? Nö. So. 1,1338 war vorgestern. Gestern hatten wir die 1,1313, 1,1314 bis 1,1317. Da hatten wir diese Marken. Und der ist den ganzen Vormittag hier rumgedümpelt, wie blöd.
Und dann gab es einmal hier gestern irgendwelche Nachrichten und dann ist er einmal ganz kurz hochgespiked, genau dieses Spiel 1:13:13, einmal ganz kurz durch, Rücklauf, runter, Tagesziel innerhalb von 10 Minuten eingefahren, klatsch, fertig. Gestern Nachmittag im Nachmittagswebinar, ich habe es öffentlich gestellt, könnt ihr auf YouTube, könnt ihr euch das Webinar anschauen, da haben wir auch die Position von gestern früh auseinandergepflückt. Dann hier nächste Nummer, 1:13:17, haben wir nochmal eine kleine Position versucht, weil eigentlich war das Setup schon durch, kleine Position versucht. Es hat gerade so gelangt, die Nummer hier unten nachher Break-Even zu ziehen und dann ist man rausgeflogen. So, und seitdem turnen wir wieder in dieser kleinen Range rum, die völlig, ja, eigentlich jeden Händler nervt. Also, für heute heißt es für mich, um den Verlauf nochmal festzulegen, wir gehen hier runter an die 97 bis 94 in diesem Bereich, deswegen hier eine Limit-Pullback mit 2,5 Punkten Rücklauf. Ideal ist es, wenn er die hier ein Stück runterschiebt, dann mitnimmt nach oben. Wenn er die hier unten greift, werde ich hier oben noch eine zweite dazulegen, damit er die hier dann hier oben an dem Zielbereich auch als Limit-Pullback mit 2,5 Punkten Rücklauf glatt stellt. Das heißt, unten gehe ich long, lasse die oben glatt stellen und in einer zweiten, von der hier getrennten Strategie. Das heißt, ich muss ein zweites Chartfenster aufmachen, eine zweite Strategie hinterlegen, lege ich eine Short Order hin, auch mit 2,5 Punkten Limit Pullback, also mit 2,5 Punkten Rücklauf, allerdings dann nicht an dem unteren Zielbereich glatt stellen, sondern wenn die dann greift, dann geht mein B-Trail-Stop hier unten in diesem Bereich, soll er dann den Stop für diese Short-Position glatt stellen. Ich starte erstmal mit 10 Punkten Stop. Ich vertraue immer drauf, dass ich Alarme kriege. Ich packe mir in der Regel Alarme rein, beziehungsweise höre ich, wenn so eine Order gegriffen hat. Und wenn die in der Cloud greift oder sogar hier bei mir zu Hause, ich bin oft, wenn ich unterwegs bin, mit meinem Smartphone, mit meinem Rechner zu Hause hier verbunden, weil dann habe ich auch den Ton auf meinem Smartphone. Und wenn die Order hier auf meinem Rechner zu Hause greift, wenn die ausgelöst wird, kriege ich den Alarm bei mir auf dem Smartphone und dann kann ich per Smartphone auf meinen Remote Desktop auf dem VPS gehen und kann die Order dort managen. Schiebt der jetzt meine Short Order, nehmen wir mal ruhig das Beispiel, greift der jetzt diese Order hier unten und schiebt diese Order jetzt runter bis an die 94, sagen wir bis dahin, und löst die dann hier unten aus und dreht dann ab und ich habe eine saubere Umkehrformation im 1 Minuten, ein Shooting Star, ein Hammer oder irgendwas, völlig Banane. Habe hier unten eine saubere Umkehrformation, ziehe ich meinen Stop sofort da unten drunter unter diese Formation, um das Risiko zu minimieren. Obenrum genau das Gleiche. Greift er diese Position hier oben, schiebt die hier hoch von mir aus bis an die 23, baut mir da eine schöne Umkehrformation, Shooting Star oder sonst irgendwas, egal was man als Morning Star, ein Shooting Star, ein Kreisel in 5 Minuten und, was es nicht so alles Schönes gibt. Dann benutze ich diese Formation auch für meine Stoppsetzung. Werde sofort mein Risiko minimieren. Nehmen wir mal so ein Beispiel. Der geht jetzt hier an die 20, macht hier einen Shooting Star zwischen der 20 und der 23, gebe meinen Stop über die 23, kann ich den vielleicht schon auf 4 Punkte oder so reduzieren. Komme ich dann in die Bedrulle, weil das Ding kommt zurückgeschossen und holt meinen Stop da oben mit 3 oder 4 Punkten. Nehmen wir mal ruhig dieses Szenario, was ja vielen passiert. Die sagen, ja, jetzt habe ich meinen Stop so eng rangezogen und dann fliege ich wieder raus. Passiert ja gerne mal. Dann kriege ich wieder Mails oder, wie sagt der Nordfries so schön, dann kriege ich wieder Geschimpftes. Weil ich, ja, du sagst, ich soll einen Stop ranziehen und wenn ich meinen Stop so eng ranziehe, dann fliege ich raus. Ja, dann ist das so. Dafür ist ein Stop da. Ein Stop ist dafür da, dass er ausgelöst wird, dass man rausfliegt. Aber
Wenn ich dann sehe, es wird nur ein nachlaufendes Hoch, diese Formation wurde nur ganz kurz aufgelöst, weil eben da oben diese Stops lagen. So eine Sachen erklären wir hier und pflücken wir hier auseinander in unseren Seminaren oder im Seminar bei uns. Dann scheue ich mich aber nicht, wenn ich dann danach erkenne, es ist nur ein nachlaufendes Hoch und ich habe die gleiche Chance wieder in dem gleichen Bereich wieder einzusteigen, dann steige ich dort wieder ein. Dann bin ich zwar erstmal mit 4 Punkten rausgeflogen, die 4 Punkte kann ich mich ärgern, aber wenn das gleiche Setup noch Bestand hat und ich kriege da oben einen Doppeltop, die gleiche Formation oder sonst irgendwas, dann ist das für mich immer das gleiche Szenario, das gleiche Setup und dann nehme ich dieses Setup auch für eine Re-Entry und nehme diese Nummer wieder mit. Mit einer Einschränkung. Dieses Szenario sollte passieren in Trendrichtung, nicht entgegen dem Trend. Das heißt, hier unten würde ich das nicht nochmal machen. Wenn wir hier oben ankommen, hier oben diese Nummer hier 23, da oben, wenn ich dann nachlaufendes Hoch kriege und sehe, dann erholt die Stops nur über dem Hoch von gestern oder so, dann würde ich hier oben wieder einsteigen. Absichern da oben, ziemlich schnell absichern, aus dem Risiko gehen und dann würde ich diese Positionen wieder eröffnen, wenn ich dort rausfliege. Soweit Fragen dazu? Ich beantworte jede Frage, außer die von Lutz und die von Nelson. Deswegen stelle ich auch keine Fragen. Genau. Gut. Okay. Dann würde ich, die Szenarien sind ja klar. Im DAX sehen wir, diese Schweinerei, die ja gestern gelaufen ist, die könnte sogar der Auslöser sein, dass erstmal Ruhe ist, weil wir haben hier in 1, 2 schönen Bewegungen diese Nummer nach unten abgearbeitet, haben einen Haufen Bären in den Markt geholt, da. Die haben dann ihre Stops nachgezogen. Dahin. Zack. Und dann kam diese Schweinerei, diese kleine Move gestern. Einmal hoch, zack. Alles rausgekegelt, um dann weiterzugehen. Hier drunter wird es dann haarig. Hier drunter können wir gleich mit dem nächsten Rutsch von 100 Punkten rechnen, der direkt runter geht an die 11.400. Hier dieses alte Tief, dazwischen ist das nur Gedöns. Dieser Bereich hier ist jetzt ausschlaggebend. Ein bisschen was zum Organisatorischen, wenn wir schon mal die Zeit haben. Wenn wir schon mal so hier zusammen plauschen. Genau, mein lieber Martin, das hätte ich jetzt auch gemacht, nur wegen dir. So, mal gucken. Könnt ihr bitte noch was zu den Änderungen Stereo-Trader sagen? Ja. Also, was haben wir in unserer Mail geschrieben? Starke Partner machen starke Angebote. Und wir haben uns vor 14 Tagen 2 Tage zusammengehockt in Ratingen und uns den Spaß mal angeguckt. Wir kooperieren jetzt seit über einem Jahr und die Kooperation läuft auch, naja, ich sag mal zufriedenstellend. Nein, die Kooperation läuft einfach geil. Es macht einfach Spaß, mit den Jungs da in Ratingen auch zusammenzuarbeiten und um unsere Community was Gutes zu tun und um Unsicherheiten aus dem Markt zu schaffen, haben wir beschlossen, dass für die Leute, die ihren Stereo-Trader bei Forex Pro auf den Konten von FX Flat aktiv nutzen, ab 1.4. für den Stereo-Trader keine Gebühren mehr bezahlen müssen. Das heißt, die 25 Euro, die der bis jetzt gekostet hat, die fallen dann ab 1.4. weg. Jetzt aber nicht sofort losgehen und hey, 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 hey. Meine Frau kriegt jetzt jeden Monat ein paar Schuhe, weil die 25 Euro lang in der heutigen Zeit gerade für ein paar Badelatschen.
Vor allen Dingen nicht losrennen und jetzt sofort kündigen, weil wenn ihr jetzt sofort kündigt, dann habt ihr nämlich das Problem, dass ihr morgen euren Rechner anschmeißt und dann sagt das Ding für den Stereotrainer keine Lizenz. Wir werden zum Wochenende, spätestens Anfang nächster Woche, ein kleines Filmchen drehen, ein kleines Video und werden das auch in unserem Newsletter verteilen. Wer den nicht kriegt, kann sich gerne auf unsere Homepage vom Newsletter anmelden. Und werden den auf YouTube öffentlich stellen, wie der Ablauf ist. Die Kündigung bitte erst am 31.03. vornehmen. Das heißt, wer seinen Stereo-Trader bei Digistore gebucht hat über uns, der kann die Kündigung zum 31.03. vornehmen und dann den Stereo-Trader bei FX Flat, über FX Flat den Stereo-Trader bei Forex Pro neu buchen. Wenn ich jetzt irgendwas falsch erzählt habe, darfst du mich gerne korrigieren. Ausnahmsweise mal. Ist jetzt alles richtig. Also kann ich an der Stelle aber auch ganz kurz nur bestätigen, was die Partnerschaft betrifft. Läuft wirklich sehr gut und deswegen freue ich mich, dass wir da die Kooperation weiter vertiefen können. Und den Ablauf hast du ja jetzt schon kurz angerissen und mit dem Video wird es wahrscheinlich noch deutlicher, was gemacht werden muss und dann entsprechend ab dem 31. dann 3. über uns. Genau. Was zieht das nach sich? Es zieht nach sich, dass ihr einmal ein bisschen Geld spart. Das zweite ist, dass wir uns auch im Support breiter aufstellen, wenn ich das so sagen darf. Das heißt, der Support für den Stellvertreter ist dann dadurch, dass die Jungs im Rat im arbeiten oder das Büro mehr besetzt ist als unseres, auch der Support für den Stereo-Trader bei Forex Pro gesichert ist für einen größeren Zeitrahmen am Tag. Meine Nachts um 4 muss keiner anrufen. Wenn der Stereo-Trader nicht läuft, da passiert im Markt sowieso nichts. Aber wir gemeinsam sind wir größer, ne? Wie heißt es immer so schön? Ein Finger kann man brechen, eine Faust nicht. Das heißt, der Support steht dann auch bei FX Flat für den Stereo-Trader bei Forex Pro zur Verfügung. Den Handelssupport, den behalten wir hier selbstverständlich bei uns im Haus. Alles, was unsere Strategien, Euro Pro, Dow Pro und so weiter betrifft, die Handelsansätze betrifft, das behält der Papa selber in der Hand, ne? Das kann ich keinem übergeben, der kein Fußball spielen kann. Der Support bleibt hier. Sondern alles, was den Handel betrifft, gibt es dann höhere Kosten pro Trade, also Kündigung zum 31. oder Kündigung am 31.? Am 31. Ja, selbstverständlich könnt ihr es auch schon am Freitag machen. Logischerweise könnt ihr Kündigung schon am Freitag machen. Was heißt, gibt es höhere Kosten dann? Was heißt, das verstehe ich jetzt nicht, Uwe, müsstest du mir mal erklären, weil die Kostenstruktur für die Konten, die, also Bedingung ist natürlich, dass das Konto über uns bei FX Flat läuft, sonst bringt die ganze Geschichte ja nichts, ne? Und wenn unser Link benutzt wurde für die Kontoeröffnung, sind die Kosten dafür bekannt. Also es gibt da jetzt keinen Zuschlag, weil du das machst. Also da verändert sich zu deiner Situation heute überhaupt nichts. So. Obwohl ich deine Situation ja nicht kenne, ne? Die einzige Situation, die ich bei dir kenne, dass du laufend Durst hast. Und manchmal ein bisschen frech bist. Okay. Also. Die Setups sind, glaube ich, klar. In dem Markt hier brauchen wir uns nicht rumtummeln. Das hier habe ich genauso jetzt parallel dazu auf dem VPS, nur mit einer anderen Positionsgröße platziert. Das ist ja Pillepalle, kann ich gleich ins Demo gehen. Diese Nummer werden wir genauso handeln. Im DAX ist die Meinung bekannt und dann warten wir einfach mal ab, was heute der Zins entscheidet und was morgen eventuell die Non-Farm Payrolls bringen. Wir haben nächste Woche am Donnerstagabend das verschobene Webinar vom 28. Börse und ich. Geht das oder geht das nicht? In dem Webinar werde ich mal ein bisschen aus der Schule plaudern, an was
man denken sollte oder wie man rangehen sollte, wenn man sich überhaupt mit dem Gedanken trägt, an der Börse zu handeln. Wir sehen ja, wie viele Newcomer, wie viele neue Interessenten wir haben. Und die Fragen sind fast immer die gleichen. Und auf diese Themen, auf die Psychokiste werden wir mal ein bisschen eingehen in diesem Webinar. Das Webinar ist kostenlos. Ich hoffe allerdings nicht umsonst, sondern es ist nur kostenlos, damit ihr ein Gefühl dafür kriegt. Den DAX kann ich einblenden, der ist bei 11.530 und turnt hier unten da die ganze Zeit da ein bisschen rum. Der flackt hier jetzt so ein bisschen, guckt euch das an. Für mich ist das eindeutiges Korrekturverhalten. Und dann müssen wir mal sehen, wie viel, ob der nächsten Schub nach unten macht. Wie gesagt, der nächste Schub sollte direkt an die 11.4 gehen, wenn wir diese Tiefs hier unten rausnehmen. Im Moment ist es sogar so, dass wir unsere Emma hier haben. Die hat hier schön gedeckelt und die könnte jetzt auch hier deckeln. Wir sind hier in dem Schlusskursbereich von gestern Abend. Das heißt, wenn einer in Position hängt bei 11.560, 11.570, 11.575, so diesen Bereich kann man seine Stops platzieren. Meine liegen dort und break even, damit kann denen auch nichts passieren. So, mehr will ich heute gar nicht sagen. Wenn Fragen sind, dann stellt sie jetzt oder schweigt für immer. Okay, dann werden wir in der Nachfassmail, werden wir euch noch den Link schicken für die Anmeldung für den nächsten Donnerstag. Und ansonsten weiß ich gar nicht, wann der nächste Termin ist, mein lieber Vierter, Nell. vierter. Tatsächlich jetzt ein Monat Pause. Ja, müssen wir mal gucken. Vielleicht können wir irgendwas dazwischen schieben. Ich kann dir nur sagen, am 21.3. nicht. Okay. Du kannst ja mal gucken, wenn du vielleicht morgens irgendwie an einem anderen Tag, vielleicht können wir es ja mal einen Dienstag früh machen oder so, können wir gerne tun. Nur eben nicht am 21. Okay? Kriegen wir hin. Alles klar. In diesem Sinne, die Aufzeichnung von gestern haben wir da schon hochgeladen, die ist öffentlich gestellt, mein lieber Günther. Das siehst du, diese Emma, mein lieber Carsten, nur mal für dich. Da ist sie. Ne? So, und in diesem Sinn, jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag. Bleibt sauber, holt Luft. Heute Nachmittag während den News wird es etwas turbulenter. Dann wachen die Märkte auf. In diesem Sinne, euch einen schönen Tag. Bis bestimmt nächsten Donnerstag. Tschüss, tschüss, moin, moin. Euer Thorsten. Danke, Nelson, und danke, dass ihr so zahlreich da wart. Ja, vielen Dank dir, Thorsten, für das Webinar heute. Vielen Dank an die Teilnehmer wieder für die zahlreiche Teilnahme, dass sie heute wieder live dabei waren. Ja, ich wünsche natürlich auch einen schönen Tag, noch eine schöne Restwoche. Passen Sie auf Ihre Position auf. Denken Sie an das Webinar nächste Woche und hoffentlich dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss.